25. Oktober 1942 im Pazifik. Die Vereinigten Staaten planten ihre erste große Offensive an Land. Die dort kämpfenden Japaner waren der Meinung, die Entscheidungsschlacht würde auf See ausgefochten. Beide Seiten versuchten, Vorräte und Nachschub an Land zu bringen und die Gegenseite jeweils daran zu hindern. Die japanischen Marinekommandeure erlagen einer Falschmeldung, welche besagte, dass kaiserliche Truppen Henderson Field eingenommen hätten. Durch den Ausfall der dort stationierten amerikanischen Marinebomber wähnte man sich siegessicher. Die zweite japanische Flotte bestand aus 4 Schlachtschiffen, 4 schweren Kreuzern und 3 Flugzeugträgern, die von Zerstörern eskortiert wurden. Kurz nach dem Auslaufen erfuhr Vizeadmiral Kondo Nobutake, dass die kaiserliche Armee nicht nur Henderson Field nicht eingenommen hatte, sondern stattdessen besiegt worden war. Trotz dieser Nachricht blieb die Flotte auf Kurs, im Vertrauen darauf, dass sie stark genug war, die amerikanische Flotte zu vernichten. Die amerikanische Flotte hatte sich um die Flugzeugträger Enterprise, Hornet und um das Schlachtschiff Washington versammelt. Am 26. Oktober suchte sie fieberhaft nach Nobutakes sich nähernden Schiffen. Fast gleichzeitig erblickten Japaner und Amerikaner die gegnerischen Flugzeugträger. Sofort wurden Kampfbomber gestartet. Die Japaner konzentrierten ihre Angriffe auf die Hornet, die von mehreren Bomben getroffen wurde. 2 Torpedos trafen den Maschinenraum und versetzten der Hornet den Todesstoß. Nachdem sie am nächsten Tag aufgegeben wurde, griffen die Japaner die Enterprise an. Sie erhielt zwar 2 Treffer, war jedoch weiterhin in der Lage, am Kampfgeschehen teilzunehmen. 2 griffen Bomber der 2 amerikanischen Flugzeugträger die kaiserliche Flotte an. Es gelang ihnen, mit Tieffliegern und Torpedobombern den japanischen Flugzeugträger Shokaku so schwer zu beschädigen, dass keine Flugzeuge von dort mehr starten konnten. Ebenso gelang ihnen ein Schlag gegen den schweren Kreuzer Shimkuma und die Zerstörung des Flugdecks des leichten Flugzeugträgers Tsuyu. Nach der Vernichtung der Wasp blieb die Enterprise der einzige amerikanische Flugzeugträger im Pazifik. Obwohl das wie ein taktischer Sieg für die Japaner erschien, war es doch ein sehr kostspieliger, denn die Verluste an japanischen Flugzeugen waren so hoch, dass ein effektiver Angriff auf Henderson Field nicht mehr möglich war. Mittlerweile hatte sich auch die Situation am Boden für die Japaner verändert. Sie waren nicht mehr in der Lage, Verstärkung zu erhalten und es fehlte an Nachschub, da die amerikanischen Marines von Westen und Osten angriffen. Den japanischen Befehlshabern glitt die Kontrolle über die Insel langsam aus den Händen. Am 7. November landeten japanische Vorauskommandos westlich der Amerikaner bei Tassafuranga mit der Absicht, den Rest der Truppen nachrücken zu lassen, sobald Henderson Field ausgeschaltet sein würde. Mit dieser Aufgabe war Admiral Hiroaki Abe betraut worden. Am 12. November verstärkten die Japaner ihre Luftangriffe, sowohl auf Guadalcanal als auch vor der Küste im Iron Bottom Sound. Dort liegen heute noch viele Schiffe von beiden Seiten in ihrem nassen Grab. Am 12. November entsandte Admiral Richmond Turner Admiral Daniel Callaghan mit 8 Zerstörern und 8 Kreuzern mit der Aufgabe, Abes Kräfte abzufangen und die Bombardierung von Henderson zu verhindern. In den frühen Morgenstunden des 13. November stießen sie auf Abes Schiffe und es kam zu einem kurzen, heftigen Gefecht. Beide Seiten verloren jeweils 2 Kreuzer und 4 Zerstörer. Doch fast alle japanischen Schiffe wurden schwer beschädigt, darunter auch Abes Flaggschiff Hiei. Am 14. gelang es den Kampffliegern von Henderson Field, japanische Truppentransporter aufzuspüren und zu bombardieren. Die Amerikaner zogen nun die Schlachtschiffe Washington und South Dakota hinzu. Letzteres wurde getroffen und war kampfunfähig. Doch die Washington feuerte Salve auf Salve auf die Kirishima und es gelang ihr, sie zu versenken. Die Hoffnung der Japaner, die amerikanische Flotte zu zerstören und die totale Kontrolle über Guadalcanal zu erhalten,